Activision. Infinity Ward. Call of Duty 2. 1939. Die deutschen Armeen beginnen mit ihrem Angriff auf Europa. Als erstes fällt Polen, dann Dänemark, Norwegen, Frankreich, Belgien, Luxemburg und die Niederlande. Wir schreiben das Jahr 1941. Mit mehr als 7 Millionen Einheiten wenden sich die Deutschen nach Osten und beginnen mit der Invasion der Sowjetunion. Mit ihrer Blitzkriegtaktik rücken sie schnell vor und schlagen gnadenlos durch die sowjetischen Verteidigungen. In weniger als 4 Monaten erreichen sie die Hauptstadt Moskau. Ohne weitere Verstärkungen muss sich die sowjetische Verteidigung Moskaus auf tausende junger Rekruten verlassen, die sich nun in der Eiseskälte des russischen Winters den gut ausgebildeten deutschen Einheiten stellen müssen. December 1941, 22 Uhr, Moskau, Schnee, minus 15 Grad. In ein paar Stunden stoße ich zu unseren Genossen bei der Verteidigung von Moskau. Die Deutschen haben sich bis auf ein paar Kilometer der Stadt genähert. Und viele Bürger, auch die meisten meiner Verwandten, wurden von der deutschen Artillerie getötet. Wenn ich auch bis heute nie ein Gewehr in Händen gehalten habe, bin ich bereit, es zu lernen, um es zu tun, was ich tun muss, um unser Land gegen die Deutschen zu verteidigen. Private Vasili I. Koslov, 13. Wachdivision. Training der Roten Armee. Tun Sie zum Überleben genau das, was ich Ihnen gleich sagen werde. Jetzt gehen Sie rüber zum Tisch und nehmen Sie die Waffen. Das mache ich doch. Und damit erstmal ein herzliches Willkommen im Hauptmenü von Call of Duty. Nein, willkommen zu einem neuen LP. Ich will nur ganz kurz die Untertitel ausschalten. Ich mag keine Untertitel. Und ja, wir machen weiter hier mit Call of Duty. Ich habe den ersten Teil gestern durchgespielt und ja, wir sind wieder im Zweiten Weltkrieg unterwegs. Dieses Mal aber mit einer entscheidenden Änderung. Dieses Mal haben wir Regeneration. Und dieses Mal ist es so wie in den heutigen Call of Duties. Das ist nämlich eigentlich das Call of Duty, was ein bisschen auch die Videospiel-Ära geprägt hat, weil viele Shooter so funktionieren wie das Spiel hier, nur das Spiel hat es erfunden. Und ja, ich bin sehr gespannt, freue mich. Gut. So, wo Sie ist meine Knarre? Schneller sein, Genosse. Ja, ich benötigen eine echte Waffe, wenn Sie Feinde töten wollen. Dann gib meine. Achten Sie auf den Kompass. Der Stern auf dem Kompass zeigt den Standort des momentanen Ziels an. Mhm. Nun zum Lager und holen Sie sich eine Pistole und ein Gewehr. Los! Kann man sprinten? Oh Gott, ist die Steuerung wieder so... Oh nein. Ach Leute, die Steuerung ist hier so dermaßen quakig wie letztes Mal. Ja stimmt, das Spiel, ducken, warte,
Ducken, ducken ein aus. Was? Oh Gott, nein, ducken ein aus und das machen wir so. Hinlegen ein aus und so gehst du durch. So, 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 so. Gut. Stimmt, das ist schade, das ist. Holen Sie eine Pistole und ein Gewehr aus dem Lager. Hä, hey, hol ich. Die Steuerung war nur komplett, aber es ist neben Call of Duty so. Ich vergesse es nur immer wieder, das einstellen, das vorher einzustellen. Auf dem Tisch, Genosse. Ja. Danke. Gut. Jetzt melden Sie sich bei Kommissar Ledlef. Los. Ey, hättet ihr die nicht auch. Ach. Ja. Schießen. Ja, hallo. Sehr gut, Genosse. Danke. Vergessen Sie nie den Stern auf Ihrem Kompass, um Ihre Ziele Vergesse zu erreichen. Ihn. Okay, Vassili. Lassen Sie mal sehen, wie gut Sie zielen. Visieren Sie einen der Teddybären an. Sie jede Pore, aber ich bin gerade beeindruckt, wie gut dieses Spiel aussieht. Gut, und Feuer. Gut, schießen Sie auf den anderen. Nein. Nicht umkehren hier. Pistolen und Maschinenpistolen sind auf kurze Distanz gut, Genosse. Aber für Distanzschüsse ist ein Gewehr besser geeignet. Ja. Kommen Sie zum Schießstand. Tust ja so, als ein Call of Duty Taktik-Shooter wäre. Benutzen Sie die Zielvorrichtung, Vassili. So können Sie genauer schießen. Ah. Sehr gut, Genosse. Nicht übel, nicht übel. Das reicht, Vassili. So, mal sehen, wie Sie sich unter Druck schlagen. Sie haben 15 Sekunden, um die Helme zu treffen. Bereit? Was? Los! Was soll ich treffen? Helme. Wo denn die Helme? Die Helme. Ach du denn. Ja. Mhm. Gut, Genosse. Jetzt kommen Sie her und schlagen die Puppe mit Ihrem Gewehr. Das reicht jetzt, Genossen. Kommen Sie her und nehmen Sie eine Granate. Das sind Kartoffeln, Genosse Kommissar. Warum benutzen wir Kartoffeln anstelle echter Granaten? Weil echte Granaten teuer sind. Ehrlich gesagt sind sie viel mehr wert, als Sie es sind. Oh, natürlich, Genosse Kommissar. Mein Fehler. Jetzt werfen Sie eine Kartoffel auf die markierten Zielbereiche. Achso, ja. Okay. Sehr gut. Ja. Genosse. Gut gemacht. Guter Wurf. Genosse Kommissar! Genosse Kommissar! Wir haben einen Gefangenen. Kommen Sie her. Oh, ich nehme noch ein paar Kartoffeln mit, ne? Denn wenn die Nazis angreifen, wir brauchen Kartoffeln. Vassili, kommen Sie mit! Denn man kann den Zweiten Weltkrieg nur mit Kartoffeln schaffen. Ohne Kartoffeln werden wir scheitern. Okay, Kommissar. Aufhören! Bitte nicht! Töten Sie mich nicht! Unsere Truppen rücken noch weiter in den Südosten. Genosse Kommissar, dann rücken Sie also und werden von Halbketten hinter unserer Linie Halbkettenfahrzeuge unterstützt. In Südosten vor! Und dort haben Sie dann bestimmt auch noch mobile Artillerie. Ein deutscher Angriff formiert sich im Südosten. Es sieht ernst aus. Hören Sie, Genossen. Im Osten, im Keller eines Hauses, ist ein Waffenlager. Gehen Sie dorthin und nehmen Sie sich Munition und Vorräte. Ich kümmere mich um unseren Gast. Denken Sie an das, was Sie gelernt haben. Viel Glück! Was? Wie soll jetzt schon gegen die Deutschen... Was? Ich dachte, ich kriege ein Training. Was? Wie bitte? Ja. Wie bitte? Oh mein Gott, was ist denn hier für ein Training, Alter? Oh, man muss keine Pistole mehr haben, sehr gut. Ja, das ist hier wie die jetzigen Konflikte auch gehen.
Basilikum. Was? Wird beschossen. Ich glaube, achso, ich habe Rauchgranaten. Wo wollt ihr hinwerfen? Hier oder wo? Hä? Ah, hier. Positionen genossen. Noch ein bisschen. In Ordnung. Los! Bewegung! Erster. Ich bin gespeichert. Sehr gut. Ja, und das ist. Oh Gott. Aua. Nein, ich werde beschossen. Was? Wie bitte? Nein! Granate! Alter! Was ist denn hier kaputt? Ich meine, ich weiß ja, dass hier jetzt zweiter Weltkrieg ist, aber ich hätte nicht gedacht, dass es losgeht. Boah. Oh mein Gott. Das ist der Panzerwerfer. Wir müssen einen Weg um das Tor herumfinden. Kriegen wir hin, oder? Ich komme mit. Sowjetische Truppen. Feinde! Oh Gott, was ist die erste Mission? Da gehen wir schon richtig ab hier. Naja, wo sind noch mehr? Wo sind denn hier die Deutschen? Geh ich hier hoch. Hallo. Guten Tag, wie geht's? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Oh. Einmal die Fresse geprügelt. Die war auch nicht schlecht, ne? Und die mochte ich auch immer. Die können aber auch. Ich bin direkt dahinter, Genosse. Feindliche Infanterie! Oh Gott! Oh, sind die hart! Ah, das geht auch. Ich. Okay, mache ich. Nein. Ich hab keine Waffe. Keine Muni. Granaten. Oh, und danke, Alexei. Tschüss. Was sind hier als Rekrut, Alter? Schon so geht's ab hier. Mein Gott, ich dachte, wir wären im Training. Genosse, ja. Es gibt kein besseres Training als den Kampf ums Überleben. Achso. Tap. Sieg! Tapferkeit ist Furcht, die nur eine Minute länger zurückgehalten wird. General George S. Patton. Okay. 2. Dezember 1942, 10.25 Uhr. Stalingrad. Schnee, minus 20 Grad. Heute hat man uns angewiesen, die Stellungen nördlich der Solek-Naja-Straße zu verstärken. Meine Einheit hat seit dem Eintreffen in Stalingrad im September schwere Verluste erlitten. Viele starben bei der Überquerung der Wolga, auch bevor sie die Gelegenheit hatten, einen Fuß in die Stadt zu setzen. Ich habe schon vergessen, wie viele Feinde ich getötet habe, aber ich bin mir sicher, dass es noch zu wenige sind. Private Vasili, erstes Koslov. Okay, 13. Wachdivision. Demolierung. Genossen der Sowjetunion. Stalingrad. Es besteht kein Grund für weiteres sinnloses Blutvergießen zwischen unseren Nationen. Das deutsche Volk ist nicht euer Feind. Wenn ihr euch ergebt, wird man euch gut behandeln. Ja, war gut. Ihr werdet gutes Essen bekommen, warme Kleidung und medizinische Versorgung. Die deutsche Armee ist euer Freund. Genossen der Sowjetunion, habt ihr Hunger? Ist euch kalt? Seid ihr müde? Warmes Essen. Die Kommunisten auf. Oh, wartet mal, ich hab eine Idee. Ist es verschießen? Verschießen? Ihre Schlafplatz erwarten euch in jedem deutschen Zentrum der Welt. Unsere disziplinierten Truppen haben den Krieg. Alle sowjetischen Genossen
Ja, okay, das. Nur um seiner selbst willen. Verdient ein solcher Mann eure Treue? Hallo? Okay, wir sterben wie die Fliegen, nicht schlecht. Mann am Boden! Mann am Boden! Deutsche Truppen! In Nordwesten! Oh Gott. Okay, und sprinten können wir immer noch nicht, oder wie? Ich dachte, man kann hier sprinten. Ja, gut. Aber da muss man nicht so verbreitet, die Funktion. Ich auch. Naja, warte mal, geht auch das? Ah, der ist ja noch besser. Gut, nehmen wir das. Sehr schön. Ja, sehr gut geschossen, Kamerad. Sehr gut. Weitermachen. Nee, ich hab keinen Glas, cool. Es besteht kein Grund für weiteres sinnloses Blutvergießen. Also ich find's nicht sinnlos. Das deutsche Volk ist nicht euer Feind. Ja, ja. Wenn ihr euch ergebt, wurde auch langsam Zeit, dass ihr auftaucht. Ihr werdet gutes Essen bekommen, warme Kleidung und medizinische Versorgung. Die deutsche Armee ist euer Freund. Achtung, Panzer! Alle Route! Oh Gott. Auf der Solignayer Straße zählt auf unsere Hilfe. Na gut. Die Linie, Genossen. Lass sie nicht vorbei. Ruhig, Genossen. Wartet, bis sie ganz nah sind. Okay. Kameraden! Für die Sowjetunion und unser die ist geil. Ja, schon dabei. Oh Gott. Ach, knall ihn doch ab. Idiot. Wir haben gewonnen! Angriff! Yo! Angriff! Ja, genau, Angriff! Beste Verteidigung! Jetzt zurück! Na gut, dann halt nicht, ne? Also 192 scheint wohl das höchste zu sein. Höchste der Gefühle, so. Guten Tag! Schnauze! Holy, holy, holy. Oh. Los, weiter laufen. Nein.
Hier, eine russische Granate. Sie explodiert russisch. Warte. So. Warte mal. Kaubumski. Oh, hier. Ein Wirbelsäulenschuss. Bitte sehr, sag ich mal. Ah, Mist. Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. Wir leiden schwere Verluste. Ist mir aber auch egal. Ich nehme es wieder bei alleine auf. Müssen wir machen. Beseitigen die deutsche Stellung auf der anderen Seite der Kreuzung. Achso, okay. Also, mal schon alles richtig, oder wie? Okay, ich muss mich stellen, ich muss los. Los, 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 los. Einfach nachladen. Jo. Aua. Ja, wir haben es nicht geschafft. Sehr gut. Das ist natürlich... Was? Was? Arschloch. Von hinten ist gemein. Komm. Putt, putt, putt. Einer spinnt immer. Ja, das ist ein schöner Satz. Okay, auf jeden Fall ist der Teil schon actionreicher als der erste. Verdammte Deutsche! Sie haben sich auf den oberen Etagen verbarrikadiert! Sollen wir sie nicht bitten aufzugeben? Ich frage sie, wenn ich sie in die Luft gejagt habe! Schafft mir jemand die Sprengladungen hier raus! Wir brauchen hier oben Pioniere! Ich habe etwas TNT! Ich fange hier drüben an! Sprengkleben ist doch von unten! Achso, ist von unserer! Achso! Nee! Oh, wo muss ich erst noch? Oh nein! Ich dachte, das wären nicht. Ich wusste doch nicht, dass es unsere sind. Ich dachte, das wären die. Na gut. Also habe ich schon mal mit euch in Russland verraten? Ja gut. Ich steige die Karriereleiter halt schnell hoch, ne? War mal schon mal wichtig. Oh. Entschuldigung. Hallo, guten Tag. Ich bin der Pirate. Ich bin hier, um mich abzuknallen. Ich will den Zweiten Weltkrieg nochmal gewinnen. Aber das ist mal schon geschafft. Ich dachte, ich wiederhole es mal wieder. Übrigens, Call of Duty 1 und 2 haben nichts miteinander zu tun, ne? Die kann man sind unabhängig voneinander. Keine zusammenhängende Story. Ist nur eine neue, oder was heißt, ja. Ist halt nochmal der Zweite Weltkrieg. Im ersten Teil hatte der auch ein Ende tatsächlich. Da war tatsächlich komplett beendet. Verdammte Deutsche! Sie kamen sich auf den oberen Etagen verbarrikadiert! Sollen wir sie nicht bitten aufzugeben? Ich frage sie, wenn ich sie in die Luft gejagt habe. Schaff mir jemand sofort die Sprengladungen hier raus! Gott! Wir brauchen hier oben Pioniere! Ich habe etwas TNT! Ich fange hier drüben an! Private Dimitri Kinski! Juri! Hier schießt doch noch jemand. Hä? Von wo denn hier beschossen? Was? Ach, ihr seid ja frech. Hm? In Ordnung, Genosse. Bringen Sie diese Ladungen bei den Hauptpfeilern an. Schnell! Achso, danke. Sehr gerne natürlich. Mache ich natürlich super gerne. Vielen Dank, dass Sie mir diese Aufgabe überreichen. Oh, hier auch noch. Sieht doch schön aus. So, wir dekorieren um. Los jetzt! Ladungen platziert! Alles auf Sicherheitsabstand, okay. Ich will aber eine gute Sicht haben, ne? So
Die britische Kampagne wurde im Missionsbildschirm freigeschaltet. Was? Ah. Okay. Hä? Ja. Ah. Ach so. Ah, die Schlacht von... Ah, so ist das gemacht. Ach so, ach geil. Also wir haben jetzt den Krieg im Winter, haben wir abgeschlossen. Ah, dann... Dann ist das... Ach so, geil. Ach so ist das hier gemacht. Hat jedes, also da gibt es nur einen, nicht einen Schritt zurück. Und dann gibt es halt so eine Übertitel. Und dann gibt es hier nochmal... so einen Untertitel, okay. Sergeant John Davis spielen wir jetzt. Jetzt spielen wir... Sergeant John. Ah gut, dann spielen wir also die Engländer, die Russen, die Engländer, die Amerikaner. Ja klar, mit den Amis. Okay, diesmal endet erst mit den Amis. Letztes Mal ist mit den Amis angefangen und nicht schlecht. Es ist diesmal umgedreht. Ich weiß gar nicht, haben wir auch Engländer gespielt im ersten Teil? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber im ersten Teil hast du sowieso teils nicht mitbekommen, wenn du gespielt hast. Gut. Dann würde ich sagen, damit bin ich ja jetzt durch, ne? Und dann gibt's im nächsten Part nicht einen Schritt zurück, denn es geht immer vorwärts heute. Denn wer den Frieden will, muss sich auf den Krieg vorbereiten. Das haben wir auch schon weggelernt. Und das mache ich auch. Ich bereite mich noch nicht darauf vor, ich werde alle abknallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis dann, euer Bäres. Tschüss.